Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Viele von euch haben heute erwartet, dass wir die LA-Liste des Glücks durchgehen. Die Wunschliste. Und leider Gottes, oder vielleicht auch zum Glück, muss ich sagen, dass das Aufnehmen, darüber reden und das wirklich Auseinanderpflücken dieser Liste eins der schönsten Dinge war, die ich hier in diesem Countdown gemacht habe. So vor allem, wirklich, habe mich selten so lange so gut gefühlt. Und da liegt aber auch der Schwerpunkt auf lange. Das hat fast eine Stunde gedauert. Und eigentlich sind unsere langen Hangouts ja immer sonntags. Und da habe ich mir gedacht, komm, anstatt das irgendwie in so einen Wochentag, wo ihr alle gereizt seid, unterzubringen, machen wir die LA-Liste des Glücks am kommenden Sonntag. Ne, nicht kommenden, sondern am nächsten Sonntag, denn am kommenden machen wir ja jetzt die zweite Stunde von LA 2023. Da habt ihr die erste schon gesehen. Und wir machen dafür heute nochmal ein ganz normales Hangout mit 4 oder 5 Themen. Ich muss mal kurz hier drauf gucken, die noch übrig sind. Da werden ja noch ein paar mehr kommen. Also ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, dass wir heute mal wieder so eine normale Wochenfolge machen und über schöne Themen reden. Und dann Sonntag gibt es fast eine Stunde pures Glück. Ja, also wir haben dieses Jahr noch nicht so wirklich drüber gesprochen, über dieses kleine Elefantchen im Raum, welches ein paar Biertrinker unter euch rasend macht und andere Leute finden es lustig, denn manche von euch erinnern sich vielleicht noch, wie es denn überhaupt dazu kam, dass wir ständig über Bud Light reden, dass wir diese ganzen Bud Light Stories haben auf der Reise. Und das ist einigermaßen schnell erklärt, und zwar im Aufkeimen dieser ganzen IPA und Craft Beer Festivals und Sorten und so. Das war ja gerade so, weiß nicht, so zwischen 2013 und 2015. Da wurde es ja mit IPA so richtig, richtig hart. Und dann ging es natürlich immer darum, wer trinkt das unbekannteste Bier der Welt? Wer trinkt das Bier, das man kaum trinken kann, weil da Geschmacksrichtungen drin sind, die sich kein Mensch normalerweise ins Bier mischen würde. Und da wurde dann so ein sehr laffes, wässriges Bier wie Bud Light, was natürlich dann auch noch zu einem großen Konzern gehört und so. Der war natürlich hier, Bud Light war der Arsch vom Dienst. Und der, wenn irgendwas zu einem Underdog wird, dann bin ich ja direkt auf dieser Seite. Und es ging, glaube ich, darum, dass ich mir irgendwann mal 2015 am Pool ein Bud Light aufgemacht habe. Warum? Weil es das da gab. Ja, also man muss dazu sagen, ich hasse nordische Biere, ich hasse Biere, die sehr bitter sind. Ich kann Astra oder die ganzen Hamburger Biere, ich finde auch eine Holsten ist nicht, das schmeckt auch scheiße, aber wie heißt denn das? Bügel. Flaschenbier, Flensburger und so. Finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Gibt mir totale Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Und es schmeckt mir auch einfach viel zu bitter. Das heißt, ich bin hier schon fast so ein bisschen zu Hause bei den wässrigeren Bieren. So, und jetzt ist es so, dass ich mir dann da eine Dose aufgemacht habe und musste unfassbar viele Kommentare über mich ergehen lassen, und wo wir doch eigentlich in dem Alter sind, wo man doch gelernt hat, dass sich über Geschmack wenig streiten lässt, auf jeden Fall nicht gut streiten lässt, es bringt so irgendwie nichts, und da musste ich mir einen Scheiß anhören, so, und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe dann das Mal drauf die Krönung dem Ganzen die Krönung aufgesetzt und habe Bud Light auf Eis getrunken. Ja, also die Biertrinker unter euch können sich dann vorstellen, wie wässrig das wird. Und das wurde dann ständig zum Thema. Nico, mein Biertester, der Herausgeber eines Bierpodcasts, und ich haben dann
irgendwann das so normalisiert, dass wir gesagt haben, ach, wenn es so richtig heiß ist, so ein Bier auf Eis am Pool, ganz wunderbar. Ja, und das haben die Leute nicht auf sich sitzen lassen und fanden das so schrecklich, dass das so na, zu einem Running Gag geworden ist. Ja, und deshalb gibt es jetzt immer in der Vorbereitung zu einer weiteren Reise gibt es jetzt immer Bud Light. Also, so kam das. Und ich habe diese Dosen diesmal bei einer Plattform namens Dosenmatrosen, glaube ich, gekauft. Da waren sie noch am billigsten, also kostet immer noch eine Palette, ein Fuffi oder so, oder ein bisschen mehr, 55. Denn das Glück, dass wir 23 hatten letztes Jahr, dass bei Famila, ihr kennt vielleicht alle Famila, die hatten Bud Light, warum auch immer, und die haben es runtergesetzt. Und zwar waren wir dann bei 1,50 die Dose oder 1,10 € oder so, also ganz unnormal. Und da habe ich dann einen Freund, der dort in der Ecke wohnt, also da, wo es ein Famila gibt, hier gibt es jetzt keinen, den habe ich losgeschickt und habe ihn gebeten, doch alles aufzukaufen, was er kann. Und ich glaube, er hat 4 Paletten bekommen und die haben wir letztes Mal in unserem Countdown dann runterrasiert. Ja, und da musste man aber, glaube ich, die Aufkleber auch noch selber drauf machen, das weiß ich gar nicht. Hier ist der deutsche Pfandaufkleber schon drauf. Gut, nichtsdestotrotz, ich sollte sich mal einer hierhin verirren und mit mir auf der Parkbank ein Bier trinken wollen, dann wird es dieses Bild in gekühlt geben. Ihr Lieben, zweite Sache, SIM-Card. Wir haben schon wieder über die Frage einer SIM-Card gesprochen. Früher. Und zwar doch noch 2019 sogar sind Rieke und ich immer am ersten Tag quer über die Straße, über den Sunset Boulevard gelaufen zu AT&T und haben uns eine amerikanische SIM-Card gekauft. Für einen Monat unbegrenzt Netz natürlich. Telefonieren brauchen wir nicht. Weiß nicht, ob es drin war, aber wahrscheinlich war auch Telefonieren kostenlos. Aber da hat man so für, ich glaube, ziemlich genau einen Fuffi. Konntest du im schnellsten Netz, also was ja sowieso in LA so großartig ist, aber konnten wir dann bei AT&T richtig, richtig Gas geben und das hat immer genau für den Monat gepasst. Das war ganz, ganz herrlich, ganz wunderbar. Und dann sind wir 2022 umgestiegen auf eine eSIM, was wir schon wahrscheinlich länger hätten machen können, von T-Mobile. Ich bin T-Mobile-Kunde oder hier sagen wir wir sagen auch T-Mobile, oder? Oder sagen wir Telekom, wenn es um Handy geht? Nee, ich bin ein T-Mobile-Kunde und da liegt es nur nah, dass ich dann auch das T-Mobile-Netz bzw. die App benutzt habe, um mir da eine SIM-Karte zu kaufen. Genauso toll, super gut. Ich glaube, der Preis war der gleiche. Ich habe in Tokio für meine SIM-Karte habe ich Holafly genommen. Und Holafly zum Beispiel könnte man ja auch nehmen. Holafly könnte man genauso gut nehmen für Kalifornien. Aber wir haben es für T-Mobile entschieden. Und ja, ich meine, dass wir die letzten beiden Male keine Probleme hatten. Das Einzige, was so ein bisschen nervt, ich bekomme danach immer für eine ganz kurze Weile nochmal so Spam-Nachrichten, die, also es ist eigentlich nur aggressive Werbung, Direktwerbung, die sagt, ich müsste doch meinen Account wieder auffüllen. Was ich natürlich überhaupt nicht muss, ist ja klar. Aber da wird dann so ein bisschen behauptet, füll mal lieber wieder deinen Account auf. Nein. So, also die Frage geklärt. T-Mobile, SIM-Card auf dem Handy eingestellt, alles gut. Man muss es nur ziemlich spät machen, denn ich glaube, nach 30 Tagen ist auch wirklich Schluss. So. Das heißt, wir können auch erst so am 1. September kann ich das Ding erst einbuchen. So, zweite Sache, erinnert euch an die Hasselblad. Wie ich gesagt habe, die nehme ich mit. Ich glaube, es bleibt dabei, aber ich wollte mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Beli holen. Ja, für die Nicht-Fotografen einen Belichtungsmesser für die Hasselblad. Denn die Hasselblad, für die, die nichts von der Fotografie verstehen, das ist eine analoge Kamera, die kein Belichtungsmesser eingebaut hat. An der ist gar keine Batterie, da ist gar nichts. Das ist ganz rein mechanisch, der ganze Kasten. Und da könnte man so einen kleinen Keks oder TT Artisan
so draufpappen. Ja, das ist dann ein ganz kleines Gerät und es misst für dich das Licht. Denn ansonsten, wenn man mit der Hasselblad richtig belichten möchte, müsste man entweder einen externen Belichtungsmesser benutzen, so wie wir es dann tun würden, oder man könnte auch einfach mit einer App wie Photometer oder so oder Lightmeter, wie sie auch alle heißen. Und ehrlich gesagt, die tun ihren Job. Ich habe mir auch für 4,99 oder für 1,99 oder so habe ich mir damals die App gekauft und die funktioniert. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich in die Tasche greifen muss und ein weiteres Gerät rausnehmen muss. Das finde ich doof. Und deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht klebe ich mir so einen kleinen Keks da dran und dann könnte man, dann hätte ich direkt mein Belichtungsmesser daran. Und eine Person bei Instagram wollte gerne seinen Keks, so heißt die Marke von dem Belichtungsmesser, gegen Filme tauschen, weil er weiß, dass ich den Kühlschrank noch voll habe. Und ich habe mich bereit erklärt und jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war. Also, mein Lieber, falls du das hier siehst, bitte melde dich bei mir. Ich bin bereit, Filme gegen einen Keks zu tauschen. Ja, und ich würde euch dann nochmal berichten, wie es denn läuft mit diesem Belichtungsmesser, denn ich hörte immer, dass diese kleine Digitalanzeige, wo wir dann das von ablesen, dass es bei harter Sonneneinstrahlung man überhaupt nichts mehr sehen kann. Das werden wir zusammen erkunden, in Erfahrung bringen. Ja, dann, ihr seht's, ich habe es heute extra für euch angezogen, In-N-Out-Shirts. Ich weiß nicht, also ich meine, bei mir gibt es da nicht viel zu retten, aber die Passform, egal wie dick man ist, erscheint immer so ein bisschen athletisch. Die fühlen sich am besten an von allen Souvenir-T-Shirts, die ich je in meinem Leben gekauft habe. Und ich drehe mich mal um, Sekunde. Ich kann nämlich nicht sagen, welches das Motiv heute ist, aber diese T-Shirts, die gibt es immer pro Saison, gibt es eigentlich eins, das es in allen Läden in Kalifornien gibt. Und dann gibt es noch ein paar Modelle, die kann man sich im Internet das ganze Jahr überholen. Aber das Besondere ist eigentlich, dass man sich immer das aus diesem Jahr im Laden kaufen kann. Und letztes Jahr oder vorletztes Jahr war leider ein ganz doofes Jahr, da war das Motiv, also es war ganz, ganz, ganz schrecklich. Es hatte überhaupt nicht diesen alten, schönen California-Touch, sondern war so neongrün und irgendwie trotzdem bleibt es bei mir das meist bestellte Souvenir-Mitbringsel von allen. Wenn ich so dumm bin und jemandem anbiete, hey, ich bringe dir was mit aus Kalifornien, zu 99,9% bring mir ein In-N-Out-Shirt mit. Mache ich dann gerne, aber in diesem Jahr war es sehr, sehr ärgerlich. Und da musste ich den Leuten wirklich sagen, Leute, tut mir leid, da bringe ich dir lieber nichts mit. Und ich bin so gespannt, denn In-N-Out hat dieses Jahr feiert 75-Jähriges. Und ich meine, ich habe schon ein Shirt gesehen. Das Grün missfällt mir immer sehr bei denen. Das haben die so neu entdeckt für so Akzente. Finde ich nicht schön. So ein giftiges Monster Energy Drink Grün. Aber wer weiß, ob das T-Shirt ist oder das T-Shirt noch 23 war. Wir werden sehen, weil das gab es nämlich 23 auch schon zu kaufen. Ja, bin aber sehr gespannt und habe mittlerweile auch eine ganz schöne Sammlung. Eins musste ich, glaube ich, wegschmeißen, weil die Motten, obwohl das Baumwolle ist, haben sich Motten daran zu schaffen gemacht. Das war sehr schade. Aber ich werde auch diesmal wieder zuschlagen und muss auch sagen, das ist auch fast ein bisschen schade, dass es ansonsten kaum Wünsche gibt von den Menschen. Und das liegt natürlich an der Globalisierung, an Amazon. Du kannst dir alles bestellen und jede Süßigkeit, die es da gibt, gibt es mittlerweile hier. Also es hat so ein bisschen den Reiz des, ich habe mir von da was mitbringen lassen oder ich habe mir selber da was geholt. Das hat es verloren. Aber natürlich bei den In-N-Out-Shirts nicht, denn die In-N-Out-Filialen wird es hier nie geben. Nicht solange man die Kühe, die nur in Kalifornien grasen, hier irgendwo in Berlin neben der B8 abstellen kann. Und auch, genau, weil das Problem ist, dass ja nichts davon tiefgefroren wird. Nichts, niemals. Und deshalb können auch die LKWs keine langen Strecken mit den
Sachen in andere Staaten bringen. Deshalb gibt es das nur in Kalifornien und noch in, weiß nicht, Texas nicht, glaube ich, aber in Iowa und was da noch so ist. Ja, so viel dazu. Und ein Thema habe ich noch. Ein Thema habe ich noch, ihr Lieben. Und zwar ein ganz tolles, denn die Frage ist immer, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, was passiert nächsten, beziehungsweise heute ist der 31., ne? Also übernächsten Monat popkulturell in Kalifornien. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. 2019, das schönste Jahr, das wir in Kalifornien verbracht haben, rein was das Popkulturelle angeht. Und zwar Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood kommt raus. Natürlich redet die Stadt über diesen Film. Und wir gehen in den Film, im Bruins Theater, also das Kino, das im Film mitspielt, in dem haben wir es dann gesehen, die ganzen Zeitschriften, sei es Rolling Stone, sei es Sight and Sound, also ein ganz, ganz großes, elitäres Kinomagazin, die Empire, all diese ganzen Magazine, es gab Interviews. Und wenn man sich für ein Thema interessiert, gibt es ja nichts Schöneres zu der Zeit dann, als halt rundum 360 Grad alles auszuschlachten. Jedes Magazin, das ich mir geholt habe, immer ein Volltreffer, immer ein Interview mit Tarantino, mit dem Cast oder mit dem Kameramann. Dann kam die Platte raus, das Doppelalbum von dem Film, habe ich mir natürlich auch da geholt. Und so war das ein ganz toller Ort zu dem Zeitpunkt, weil man immer noch mal losfahren wollte, sich irgendwas an Info, an Memorabilia zum Beispiel, an Plakaten oder irgendwas zu diesem Film kaufen zu können. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, welche Platte im September rauskommt, aber das werde ich erfahren. Das mache ich als erstes immer, die Vinyl-Releases des Septembers zu checken, um dann irgendwie mir was holen zu können. Ich weiß nicht, ob ein besonderer Film anläuft. Also ich glaube nicht. Nicht von den Leuten, nicht die ich so liebe, also von meinen Lieblingsregisseuren. Ich glaube auch, dass nichts mit der Labelzug rauskommt. Aber das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Aber das ist für mich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so noch mehr im Geschehen. Weil da sind die Amerikaner auch anders. Wenn irgendwas die Stadt betrifft oder irgendwas so ein bisschen, ja, wie so ein Heiligtum, dann wird es auch zelebriert. Dann geht es in der Zeit auch um nichts anderes. In jeder TV-Show, in jedem, weiß ich nicht, in jeder Kleinigkeit wurde dann immer über diesen Film berichtet. Und das war sehr fulfilling. Und es gibt immer auf jeder Reise eigentlich ein neues Album, was dann auch so das Album der Reise wird. Also zweimal war es Blink-182. Wir hatten die California, die rauskam nach so vielen Jahren. Dann war es die Norman Fucking Rockwell von Lana Del Rey 2019. Das war auch wunderbar. Ganz, ganz, ganz toll. Und ja, es wird irgendein Album, irgendwas Spannendes wird es hoffentlich geben. Und dann werde ich berichten. Ich weiß gar nicht mehr, was es letztes Jahr war. Suche ich raus. Reden wir nochmal drüber. Vielleicht zauber ich nochmal alle Platten aus dem jeweiligen Jahr, die ich da gekauft habe, die so besonders waren. Die hole ich nochmal raus. Letztes Jahr hat sich alles so ein bisschen auf Bret Easton Ellis The Shards konzentriert und ich habe mir eine Hardcover-Version, ich habe mir eine signierte Hardcover-Version aus Großbritannien importiert und ich habe dann das Paperback, also die Paperback-Version, die Taschenbuch-Version, so sagt man. Die Taschenbuch-Version, die habe ich mir auch geholt. Ja. Ihr Lieben, das wird hier eine ganz, 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 ganz große tolle Sache, wenn wir über die schönsten Dinge und über unsere Wünsche reden und ich werde alles davon Bilder raussuchen und das bebildern, weil ich die meisten Sachen kann ich halt nicht in die Kamera halten, aber damit ihr auch genau wisst, wovon ich rede. Ja, das wird eine Mordsgaudi. Und jetzt hoffe ich, dass ihr einen schönen Donnerstagabend habt und wir uns am Sonntag wiedersehen. Genießt das gute Wetter, ihr Lieben,
Und das Leben ist schön. Ciao, Süßen.